Hallo zusammen, ich hier ist wieder Chilla und schön wieder für euch hier in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein paar Szenario-Kisten aus Mists of Pandaria. Und dazu bin ich hier schon mal auf meinem Schamanen. Mit dem möchten wir jetzt mal ein paar Kisten aufmachen. 3 Stück habe ich mit dem schon und insgesamt machen wir 30 Stück auf. Wenn ihr nicht wisst, was das für Kisten sind, schaut in den ersten Teil von der kleinen Serie. Da habe ich das ein bisschen ausführlicher erklärt, beziehungsweise auch die Szenarien einmal gezeigt. Da kriegt ihr so ein bisschen besseres Bild. Wo stehen wir aktuell? Ich bin bei 32% aktuell, also nicht so ganz hoch. 229 Items fehlen mir noch. Bei den blauen bin ich jetzt auf 24 und bei den epischen auf ein bisschen über 48%. Gut, dann würde ich sagen, legen wir los. Und zwar Kiste Nummer 1 in blau. Das war schon mal eine ziemliche Niete. Kiste Nummer 2 in blau war auch eine Niete. Und Kiste Nummer 3, da haben wir ein episches Item raus, und zwar eine Brust. Wunderbar, die konnte ich zumindest schon mal brauchen. Als nächstes haben wir dann noch einen Kettenscher, hier den Hunter. Und da haben wir Schuhe drin, wunderbar, die können wir schon mal brauchen. Dann gibt es hier nur Gold und die Partikel. Und zu guter Letzt, auch noch ein Kopf. Jetzt kommt das, was ich haben will, wunderbar. Als nächstes habe ich noch eine Voka ausgegraben. Und da haben wir nichts drin. Und nochmal nichts. Und die dritte Kiste. Ein Gürtel. Kettengürtel, wunderbar. Und das Geschenk können wir auch noch aufmachen. Gibt so ein paar Marken, obwohl der Geburtstag schon eine Weile rum ums Eck ist. Beauty, dann haben wir noch einen Druid. Und ich hoffe, da gibt es ein bisschen schönes Ledergear. Eine Lederbrust. Das ist doch schon mal sehr gut. Dann haben wir ein grünes Item. Das brauchen wir nicht. Und eine Hose, die wir leider schon hatten. Als nächstes haben wir dann noch einen Paladin und dann gucken wir mal, ob wir ein bisschen Plattengear kriegen. Nee, das sieht leider schlecht aus. Und hier vielleicht? Das hatte ich anscheinend schon in Rücken. Und die Schuhe hatte ich auch schon. Na, wunderbar. Dann haben wir mal wieder einen Druid am Start. Und da können wir jetzt erstmal noch die Quest abgeben und dann gucken wir doch mal. Fangen wir wieder mit den blauen Kisten an. Nice, das habe ich sogar gebraucht. Das sind einmal Handgelenke, nehme ich an. Nein, Hände, okay. Dann einmal nichts und Hosen, die ich schon anscheinend hatte. Als nächstes haben wir noch einen Druid am Start. Und ja, da gucken wir mal, was Schickes drin ist. Ein Kopf, aber den hatten wir anscheinend schon. Dann haben wir einmal nichts und was haben wir hier noch Schönes? Einen Ring. Okay, das war eine Nullnummer. Dann haben wir noch einen Evoker. Ich hoffe auf ein bisschen Kettengear. Was Grünes und eine Quest. Nix und... Ach komm, was ist denn das? Inddolch, den brauche ich auch nicht. Na gut, dann muss es jetzt hier der Hexer richten. Ich hoffe auf ein bisschen Stoffstuff. Ja gut, was haben wir denn hier? Das ist ein Handgelenk. Aber das hatte ich anscheinend auch schon. Nix und Hände. Die hatte ich anscheinend auch schon. Also irgendwie will ich jetzt so gar nicht. Gut, dann gucken wir mal, ob wir zu guter Letzt noch ein paar Items rausziehen. Fangen wir mal mit den blauen Kisten wieder an. Ich bin diesmal auf einem Druid. Naja, das geht schon mal nicht gut los. Das hatte ich anscheinend auch schon. Schade. Und also irgendwie diesmal ist so wirklich gar nichts rumgekommen bei, hä? Naja, schade. Vielleicht haben wir das nächste Mal wieder ein bisschen mehr Luck. Dann sind wir einmal wieder durch mit dem kleinen Opening-Video. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne das nächste Mal wieder. Euer Tila. Bis dahin. Ciao.